Gleich drei Jubiläen kann man im Schloss Blankenhain feiern. Vor 45 Jahren gründete Joachim Pieler das Museum unter dem Namen Agrarmuseum Dorf und Schloss Blankenhain. Vor 15 Jahren wurde die Einrichtung Teil des Deutschen Landwirtschaftsmuseums und dieses Jahr würde Joachim Pieler seinen 100. Geburtstag feiern. Anlässlich des Dreifachjubiläums hat sich der Landkreis Zwickau etwas einfallen lassen. Während an Schloss Blankenhain die Sanierungsarbeiten voranschreiten, gibt es in den Museumsräumen Neues zu entdecken. Genauer gesagt präsentiert die Einrichtung neue Zeitzeugen aus den Jahren 1911 bis 1981 in der Jagd- und Gartenbauausstellung. Es gibt Originalmobiliar in der Wohnetage zu sehen, eine neu arrangierte Küchenausstellung, eine sehr, sagen wir mal, besondere Toilette mit Motivationsplakat und das Büro des Museumsleiters in der Zeit der ausgehenden 70er Jahre. Ja, also es ist so, zurückschauen kann man hier die Gründung dessen, wo dieses Museum drauf fußt, ist 1976 auf Initiative von Joachim Pieler, der hier aus Blankenhain, der quasi der Initiator und erste Gründungsdirektor war und der heute 100 Jahre alt werden würde. Der hat das quasi aus der Taufe gehoben und das ist sein Schreibtisch, das ist sein Besprechungstisch. Hier, genau hier in diesem Ort, in diesem Raum saß er, an diesem Schreibtisch saß er und ohne ihn wäre natürlich das in dieser Form nicht gewachsen. Zurück ging es auf eine kleine Heimatsammlung, naturkundliche Sammlung dieser Christian Friedrich Schach Gedenkstätte, eines Bauernornithologen und Lehrer. Und aus dem heraus ist dann dieses Museum entwickelt worden. 76 Gründung im Rahmen der Bezirksmuseumskonzeption, 81 zum 800-jährigen Jubiläum des Ortes Blankenhain eröffnet und seither bauen wir das Museum aus. Und das mit großem Erfolg. Derzeit laufen am Schloss selbst Sanierungsarbeiten. Derzeit laufen auch noch weitere Bauarbeiten. Wir haben ja jetzt die Baumaßnahme Brüchen in die Zukunft abgeschlossen. Aber die Baumaßnahmen, die jetzt sind, sind die Sanierung der beiden Schlosstürme. Nach einem Sturmschaden mussten wir da feststellen, dass weitere Bauschäden vorhanden sind. Die werden jetzt behoben und saniert. Und wir denken, dass wir so zum Frühherbst wieder beide abgerüstet haben, beide Türme, und dann sind wir soweit durchsaniert. Aufgrund der aktuellen Maßgaben zur Risikominimierung der Infektionsgefahr mit Covid-19 wurde das Museum ab dem 2. November 2020 geschlossen. Nun sieht man Licht am Ende des Tunnels. Ja, das hoffen wir, dass das auch wieder langsam anläuft, weil das hatten wir vor der Pandemie, hatten wir ja sehr gute Besucherzahlen und sehr viele Schulklassen, die natürlich unsere museumspädagogischen Angebote im museumspädagogischen Zentrum oder auch im interaktiven, kindgerechten Bauernhof genutzt haben. Und da hoffen wir, dass wir dann an diese Traditionen anschließen können. Darauf hoffen wir alle. Beim heutigen Pressetermin war auch die erste Beigeordnete des Landkreises Zwickau, Angelika Hölzel, zugegen. Sie hat mit dem Museumsdirektor Jürgen Knaus eine Gemeinsamkeit und Schloss Blankenhain liegt ihr sehr am Herzen. Ja, wir haben 1992 fast zur gleichen Zeit hier im Landkreis angefangen. Er als Museumsdirektor, ich damals als Finanzerin, und uns verbindet sehr viel, zumal ich ja den Förderverein des Deutschen Landwirtschaftsmuseums seit vielen Jahren auch leite und mein Herz hängt ein Stück an Blankenhain. Es kam ja heute auch der Dank vom Herrn Knaus, dass der Landkreis das alles mit so trägt und dass jetzt hier richtig was vorwärts geht. Ja, das versteht sich ein Stück von selbst. Wenn so ein Museum laufen soll, dann muss man im Rahmen eines gewissen Budgets den kreativen Menschen auch seine Freiheiten lassen. Und hier kann man den Dank an den Kreistag weitergeben. Er hat das immer sukzessive weiter unterstützt. Und insofern ist über eine langjährige Zusammenarbeit und über stabiles Personal sehr viel entstanden.